Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen im neuen Jahr. Die erste Live-Sendung im neuen Jahr. Ich freue mich, dass ich wieder da bin, konnte mich ein bisschen erholen und entspannen, wobei ich das Arbeiten immer nicht sein lassen kann, weil es so viele interessante und tolle Projekte sind. Und was ich natürlich nicht vergessen möchte, vielen, vielen lieben Dank an die vielen Mails, an die vielen Briefe, Postkarten, die mir die Zuschauer geschickt haben mit den ganz tollen, lieben Wünschen drin zum neuen Jahr. Auch für Sie, liebe Zuschauer von hier, alles, alles Gute und dass es ein Jahr wird, wie Sie es sich vorstellen und natürlich bei bester Gesundheit. Und das ist das Wichtigste, was wir haben. Da sind wir auch bei dem Thema, wo wir gleich hineinstarten ins neue Jahr. Nicht nur Gesundheit. Zu meinem Gast sagen Sie Heiler, andere nennen ihn den Geisterjäger und wieder andere bezeichnen ihn als einen der modernen Exorzisten. Hört sich natürlich richtig spannend an, die Thematik. Freue mich, dass er da ist und dann hören wir mal, was er zu sagen hat. Herzlich willkommen, Sananda. Ja, hallo Norbert. Hallo liebe Zuschauer, recht schönen guten Abend. Danke, dass ich hier sein darf. Jetzt wollen wir mal schauen, ich habe es ja eben schon gesagt, Heiler, Geisterjäger, man stellt sich natürlich einen Geisterjäger ein bisschen anders vor. Wir haben alle Ghostbusters gesehen, jetzt haben die Zuschauer wahrscheinlich vermutet, du hast so ein Ding um und so ein Dinger, wo du die Geister verjagst und hast ein wildes Auto draußen stehen. Dem ist nicht so, das ist Hollywood. In unserer Welt ist es etwas anders. Vielleicht am Anfang für die Zuschauer, erzähl mal so ein bisschen über dich. Wie bist du eigentlich zu dem Thema Heilen, dich mit Geister beschäftigen? Exorzismus, auch ein ganz spannendes Thema, kommen wir später noch drauf. Wie bist du denn dazu gekommen? Ja, so ähnlich wie die Jungfrau zum Kind bin ich da dazu gekommen. Ich hatte früher nicht die geringste Ahnung von dem, was du gerade erzählst. Bin ein ganz normaler Mensch gewesen, wobei viele sagen, so ganz normal war er nie. Und habe eigentlich, wo fangen wir da ein bisschen an? In der Kindheit, würde ich sagen, fangt man eigentlich an. So wie wir alle. Und ich hatte eine ganz miserable Kindheit. Meine Eltern wurden mir schon ganz früh genommen, war dann mehr oder weniger auf mich alleine gestellt. Als Kleinkind war ich hellsichtig, habe damals schon Menschen an Decken rumhängen sehen, habe das dann aber mit der Zeit wieder vergessen. Ja. Und bin dann bei Pflegeeltern groß geworden und hatte eigentlich gar keine Kindheit. Ja, habe dann einen Beruf erlernt, da wo ich herkomme, aus Deutschland. Habe dann eine Familie gegründet, geheiratet, Kinder gekriegt. Habe mich dann irgendwann in diesem Beruf nicht mehr wohlgefühlt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das kann es nicht sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie bin ich nicht dazu gemacht, jeden Tag von morgens bis abends irgendwo in ein Büro reinzusitzen oder irgendeine Tätigkeit zu verrichten. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin fehl am Platze. Und habe mich dann mit 25 Jahren selbstständig gemacht in einem ganz anderen Bereich, der mit dem, was wir heute bereden, eigentlich gar nichts zu tun hat. In einem Bereich, den aber viele Menschen als interessant empfinden, nämlich im Bereich Finanzen war ich tätig. Habe mich dann schon mit 25 Jahren selbstständig gemacht, war auch sehr schnell erfolgreich, hatte also mit 26 dann schon 27 Jahren schon recht viel Geld verdient und den Materialismus gefrönt und habe mir es gut gehen lassen. Und bis dann eines Tages unvorhergesehene Dinge passierten und meine ganze Firma zusammenkrachte. Es sind Dinge passiert, die ich im Nachhinein gar nicht mehr nachvollziehen kann, wo ich gemerkt habe, dass irgendwelche Einflüsse da sind von außen, die irgendwelche Kräfte, die da einwirken. Ich konnte das aber damals noch nicht so richtig erfassen. Habe dann wieder angefangen, in einem ähnlichen Bereich wieder etwas aufzubauen und habe dann ziemlich schnell wieder großen Erfolg gehabt. Und habe dann wieder ganz schnell viel Geld verdient, war wieder ganz oben, bis dann eines Tages wieder gewisse Dinge passiert sind. In meinem Umfeld, also mit Menschen, mit denen ich zu tun hatte geschäftlich, die sich dann plötzlich komisch verhielten und mir Steine in den Weg legten. Und in den jungen Jahren, so unter 30, konnte ich das natürlich noch gar nicht einschätzen, weil ich hatte ja eigentlich so eine Art Gottvertrauen, so eine Art Urvertrauen in die Menschheit.
und habe eigentlich so ziemlich alles geglaubt, was man mir gesagt hat. Ich habe den Menschen einfach vertraut, weil ich eben von mir ausgegangen bin. Ich habe gedacht, wenn ich bin ja eine ehrliche Haut und wenn ich den Menschen was zusage, kann ich mich auch darauf verlassen, wenn andere mir etwas zusagen. Und dem war leider nicht so. Bin dann auf Deutsch gesagt wieder auf die Schnauze gefallen, nach unten durchgereicht worden und habe dann Erfahrungen gemacht. Ich lernte dann Gerichtsvollzieher kennen. Und auch was heißt hier in der Schweiz Betreibungsbeamter? Ja, ja, das habe ich jetzt noch nicht kennengelernt in der Schweiz. In Deutschland habe ich das dann kennengelernt. Und ich habe dann auch, urplötzlich hatte ich Schulden im Hals und habe mich dann aber wieder aufgerafft und bin wieder aufgestanden und habe wieder ein Geschäft aufgebaut. War wieder innerhalb kürzester Zeit sehr erfolgreich, konnte Schulden zurückbezahlen, war wieder ganz oben. Dann passierte das Gleiche wieder, nämlich, dass mich Geschäftspartner hintergangen haben, betrogen haben. Und dann habe ich... Wenn ich da mal unterbreche, das hört sich für mich so an, als wärst du in diesem ganzen Lebensbereich eigentlich im falschen Bereich gewesen. Ja, das habe ich damals eben noch nicht so gesehen. Ich habe das einfach so als Schwierigkeiten gesehen, die mir das Leben bietet, dass das Leben kein Zuckerschlecken war, kein Honigschlecken, das war mir schon eh klar. Das habe ich ja von Kind an gelernt, zwangsläufig, dass man sich durchbeißen muss. Da ich eine Kämpfernatur bin und von Haus aus vor nichts Angst habe, das war vielleicht mein Problem, dass ich eben keine Angst hatte vor gar nichts. Dass du immer wieder dann in diese Dinge hineingelaufen bist, weil du so ein... Ich habe mir alles zugetraut und es hat auch funktioniert. Also ich habe meinen Teil erfüllt. Also ich habe meinen Erfolg gehabt, nur habe ich dann ein gewisses Muster erkannt, nämlich, dass irgendeine Kraft, heute kann ich es ja mit dem Abstand der Zeit sagen, dass irgendeine Kraft nicht wollte, dass ich dort oben bleibe. Dass du im Business rumwurschtelst, in der Materie und natürlich haben wir das alle durch, auch mit dem Materialismus, schnelle Autos, große Wohnungen. Ja, das hatte ich alles gehabt. Also alle Marken, die man so kennt, die habe ich gehabt. Das mit dem Haus, mit dem Pool, war alles da. Hatte schon mit 30 schon alles hinter mir, diese Erfolge. Und das hat mich dann irgendwann auch gar nicht mehr groß interessiert. Ich wollte dann bleibende Werte hinterlassen und etwas aufbauen, was noch nicht da war in diesem Bereich, wo ich tätig war. Und an erster Stelle standen für mich natürlich die Menschlichkeit und die Fairness. Im Laufe der Jahre habe ich dann aber gemerkt, dass diese Werte für andere nicht so zählen. Und das war eine schmerzliche Erfahrung für mich, dass ich eben da alleine auf weiter Flur stand. Und da habe ich dann schon angefangen zu zweifeln, warum mache ich das eigentlich, wenn es so schwer ist, in diesen Bereichen oben zu bleiben. Warum will irgendjemand, irgendeine Macht oder irgendeine Kraft mir es so schwer machen? Warum kann ich nicht oben bleiben? Das habe ich mich immer gefragt. Und bin dann natürlich auch abgerutscht in andere Bereiche, in Alkoholbereiche. Drogen haben mich nie interessiert. Und ich habe eben mir den Kummer runtergetrunken und habe immer an der Welt gezweifelt, habe an Gott gezweifelt und habe immer gefragt, warum er mich so fordert und warum ich so leiden muss. Das hat mich dann natürlich beschäftigt. Ich habe dann für mich die ganzen Erlebnisse daraufhin gedeutet, dass ich eben unter einem Stern geboren bin, der eben alles sich schwer erkämpfen muss. Okay. Dass ich eben dreimal so viel tun muss, um das zu erreichen, was andere im Schlaf erreichen. Das war für mich eben ganz normal und deswegen habe ich immer weitergemacht und immer weitergemacht. Und bis ich dann, wie gesagt, so im Laufe der Jahre, fast Jahrzehnte, erkennen musste, dass es immer auf das Gleiche hinausläuft. Dass eben hier immer wieder Steine in den Weg gelegt werden. Natürlich baut man dann mit der Zeit aus den Steinen schöne Schlösser und schöne Gebilde. Aber irgendwann, wenn die Steine zu viel werden, dann gehen einem die Ideen aus, was man mit den Steinen so bauen kann. Ja. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Ich habe dann immer wieder Firmen gegründet, war immer sehr erfolgreich, bin sogar in andere Länder gegangen, habe mich auch durch diese Tätigkeit
auch zwangsläufig mit dem System auseinandergesetzt auf dieser Erde. Also mit Finanzen hauptsächlich war mein Thema, politische Themen waren mein Thema. Warum ist das so mit dem Geld und mit dem Geldverlust? Und habe dann mit der Zeit natürlich herausgefunden, dass wir alle gefangen sind in einem System, aus dem wir eigentlich gar nicht mehr heraus können. Also ein ausgeklügeltes System, wo man uns gefangen hält, unsichtbar gefangen hält. Das habe ich dann im Laufe der Jahre erkannt und habe für mich selber einen Ausweg gesucht. Weil wie soll man aussteigen ohne Geld? Das geht auch nicht. Mhm. Okay. Jetzt, irgendwann kamst du ja in die Richtung, dass du festgestellt hast, in dir schlummert etwas ganz anderes, wie das, was du Jahrzehnte gemacht hast. Und hast dann plötzlich, wie hast du denn oder wann hast du denn gespürt, dass da Fähigkeiten, du sagtest in deiner Jugend, die Hellsichtigkeit war schon da, hat sich irgendwann verloren. Ja. Klar, man wird dann auf die Gesellschaft zurechtgestutzt, ja, das kennen genau, wir alle. Genau. Und ich erinnere da immer, es gibt einen Film, der heißt Alphabet, das sagt ein Professor, alle Kinder kommen hochbegabt zur Welt, also 98% der Kinder kommen hochbegabt zur Welt, nach der Schule sind es noch 2%. Ja. Das sagt uns eigentlich alles. Wie begann es mit dir, wo du plötzlich gesagt hast, so, Schluss jetzt mit dem ganzen Battle, ich gehe jetzt in eine ganz andere Richtung, und was waren diese Auslöser denn? Ja, das ist eben, wie gesagt, eine lange Entwicklung gewesen. Aufgrund meiner ständigen Erfolge und darauf folgenden Misserfolge, wo ich gerne dazu stehe. Vielleicht bin ich einfach zu gut für diese Welt oder nicht brutal genug. Das mag durchaus sein. Man braucht ja diese berühmten Ellenbogen. Und diese Rücksichtslosigkeit, die hatte ich leider nicht in die Wiege bekommen. Sag ich mal, Gott sei Dank nicht. Ja, für diese Welt leider habe ich natürlich dann immer mehr die Sinnfrage gestellt. Ich habe schon immer überlegt, wie kommt es, dass wir auf diesem runden Planeten mitten im Weltall leben und nichts anderes zu tun haben, wie Geld hinterher zu rennen? Und wer hat uns eigentlich erschaffen? Und wer sind wir? Wo kommen wir her und wohin gehen wir? Und warum bin ich eigentlich hier, wenn ich doch so leiden muss? Ich hatte ja auch die ganze Zeit schwere Krankheiten immer wieder. Ich hatte über 30 Jahre Migräne und alle anderen Arten von Kopfschmerzen hauptsächlich. Durch mein Kopfzerbrechen, das ich mir quasi gegeben habe, hatte ich das. Habe ich mir natürlich die Sinnfrage immer mehr gestellt, bin dann auch zu sogenannten Wahrsagern gegangen, zu sogenannten Hellsehern, zu Heilern und auch zu Geistheilern und habe denen mein Leben geschildert. Und da wurde ich natürlich dann mit Dingen konfrontiert, die ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht kannte. Ja. Man sagte mir zum Beispiel, ich hätte metaphysische Eigenschaften. Ich konnte das aber gar nicht einordnen, was das bedeutet, metaphysische Eigenschaften. Dann wurde mir gesagt, ich hätte eine außerirdische DNA. Damit konnte ich schon gar nichts anfangen. Also ich habe das dann natürlich sofort verdrängt, weil wer will schon gern ein Außerirdischer sein? Ich habe das dann ad acta gelegt sofort und habe diese Heilerin nie mehr aufgesucht und habe die sofort gestrichen aus meinem E-Mail-Verteiler. Und auch aus meinem Handy und habe das natürlich versucht zu vergessen. Diese medialen Fähigkeiten, die ich haben soll. Weil ich hatte schlichtweg das Bewusstsein noch nicht. Und natürlich, wenn man gehört hat, Finanzbranche, Business. Ich kann das gut nachvollziehen, weil ich eine ähnliche Entwicklung durchgemacht habe. Nicht so kräftig und hektisch und nicht so mit Krankheiten, aber auch vom natürlich ganz strikten Business-Denken aus dieser anerzogenen Gesellschaft plötzlich in ein Denken hinein. Was bedeutet Menschsein? Was heißt es, Fähigkeiten und Talente zu haben? Wie sind die einzusetzen, diese ganzen Dinge? Als du das erkannt hattest, dass du doch jemand anders bist wie der, der du vorher glaubtest zu sein, auch einmal ein wichtiger Punkt, den ich oft höre, wie war das denn bei dir? Viele Menschen erzählen mir dann, dass sich plötzlich ihr Umfeld ändert, ihre Freunde nicht mehr die alten sind wie vorher, dass Beziehungen kaputt gehen, dass man wie in ein ganz neues Umfeld, in ein ganz neues Leben einsteigt. War das bei dir ähnlich? Ja, ich muss vorausschicken, bei mir war es ganz anders. Ich habe im Laufe der Jahre gemerkt, dass um mich herum seltsame Dinge passieren, im Außen. Ich habe gemerkt, dass sich fremde Menschen für mich interessieren. Ich habe dann gemerkt, dass
Menschen mich verfolgen, draußen, wenn ich mich draußen bewege. Habe das aber natürlich lange Zeit nicht realisiert. Das dauert ja eine Weile, bis man seine Wahrnehmung dementsprechend hat. Ich habe sowas Ähnliches wie Verfolgungen erlebt und sowas Ähnliches wie Stalking und seltsame Begegnungen der dritten Art, möchte ich es jetzt mal nennen. Das heißt, wenn ich beim Einkaufen war, habe ich plötzlich komische Fratzen gesehen in den Menschen, die mich angucken und eine Fratze ziehen, die aber unmenschlich war. Und dann habe ich das natürlich für Sinnestäuschungen gehalten, habe gemeint, ich bin irgendwie am Durchdrehen oder so und habe das dann wiederum in die Verdrängungskiste gepackt, das Ganze. Ich habe dann gemerkt, dass ich an den seltsamsten Orten von Menschen umgeben war, die sich für mich interessieren, konnte das aber noch nicht richtig einordnen und habe mich dann damit beschäftigt, was denn das sein könnte, warum sich andere Menschen für mich derart interessieren. Habe aber lang gebraucht, um da ein System dahinter zu erkennen. Jetzt wirst du natürlich fragen, ja, von was redet ihr jetzt da? Ich kann dir sagen, ich bin auf ganz interessante Vorkommnisse gestoßen, die schon seit Jahrhunderten auf diesem Planeten existieren, nämlich dass schon immer Menschen verfolgt wurden. Im Mittelalter wurden sie verbrannt, geköpft, gelyncht und es gab schon immer so eine Art System. Es gibt Organisationen in der heutigen Zeit, die sich damit beschäftigen, den ganzen Tag nichts anderes zu tun, wie gewisse Menschen zu verfolgen. Zu unterdrücken, zu behindern. Ja, ich habe dann gemerkt, dass mir Blockaden in den Weg gelegt werden, im wahrsten Sinne des Wortes, auch vor allem im Straßenverkehr, beim Einkaufen und auch zu Hause. Im Computer habe ich es gemerkt. Ich habe gemerkt, dass man mich behindert. Und dass irgendjemand sich mit mir beschäftigt. Und dadurch wurde ich erst recht darauf aufmerksam, dass mit mir irgendwas sein muss. Ich kann jetzt natürlich aus Zeitgründen nicht auf jeden Bereich eingehen. Da müsste man vielleicht eine extra Sendung dann machen. Ich habe mir auf jeden Fall Ermittlungen angestellt und Recherchen, sogar über einen Anwalt. Und bin auf ganz interessante Dinge gestoßen, die um mich herum passieren. Und habe mich dann natürlich gefragt, warum bin ich für irgendjemanden wichtig? Weil ich bin ja nicht politisch tätig. Und warum werde ich behindert in meiner Arbeit und in meinem Leben? Das habe ich mich gefragt. Da ich politisch total uninteressant bin, ich war noch nie auf einer Demonstration oder dergleichen, habe ich natürlich mich gefragt, wer will privat was von mir? Das ging sogar so weit, dass ich Bekannten von mir, der bei der Polizei ist, abklären ließ, ob irgendwas gegen mich vorliegt. Und der hat das natürlich verneint. Er hat gemeint, ich wäre sowas von uninteressant für die Polizei wie noch was. Ja, dann war ich natürlich total durcheinander und habe mich natürlich weiter gefragt, ja gut, wenn es keinen politischen Grund hat und keinen weltlichen Grund, dann hat es vielleicht einen geistigen Grund, einen spirituellen Grund. Und dann habe ich in dieser Richtung weiter ermittelt, kam aber auf keinen grünen Zweig, ganz ehrlich, weil ich an sowas nicht glaubte. Wie wir alle irgendwann. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das Thema Geister oder spirituell war für mich ein Fremdwort. Ich habe mit der Sache oder mit diesen Sachen noch nie was am Hut gehabt. Ich war zwar schon immer hellfühlig und habe schon immer die Menschen durchschaut und hatte auch schon gewisse immer Vorahnungen, habe auch manche Dinge gesehen, aber wie gesagt, ich habe das verdrängt. Ja, dann ging es weiter. Dann geschahen bei mir zu Hause seltsame Dinge. Also ich hatte dann so eine Art paranormale Vorkommnisse bei mir zu Hause. Und die haben mir natürlich zunächst mal sehr, sehr Angst gemacht. Ich habe dann gemerkt, dass bei mir zu Hause etwas ist. Ich habe Anwesenheiten gespürt. Ja, wie spürt man Anwesenheiten? Ich habe einfach gespürt, dass irgendwas bei mir ist. Hatte dann auch so dieses typische Gänsehautgefühl, habe auch immer so eine Art Windhauch gespürt um mich herum und habe dann im Raum immer herumgeschrien, was ist hier neben mir, wer ist da, ist hier irgendjemand? Und nachts im Bett wurde ich plötzlich an die Schulter gestupst. Kann man sich vorstellen, wie man sich da fühlt? Ja. Ich habe dann
grünförmige Gestalten gesehen mit hellgrünen Augen und habe das aber für einen Traum gehalten. Hast gedacht, jetzt erscheinen mir schon die klassischen grünen Männchen. Ja, ich habe halt gedacht, okay, blöder Traum, wird Zeit, dass ich aufwache langsam. Und dann wurde bei mir an den Füßen gezupft, an meinem Zeh gezupft. Dann wurden mir Wörter ins Ohr geflüstert. Dann habe ich helle Lichter gesehen, die dutzendweise über meinem Kopf hinweg durch die Decke geschwebt sind. Und dann waren sie weg. Dann habe ich dann gedacht, mein Gott, was ist denn das für ein Traum? Ist ja höchst interessant. Und habe dann erst am anderen Morgen realisiert, Moment mal, das war real. Da ist irgendwas da bei mir. Und dann habe ich es natürlich mit der Angst zu tun bekommen. Dann habe ich, eines Morgens wache ich auf und hatte so wie von Lippenstift gemalt an meiner Brust einen roten Kreis auf dem Nachthemd. Und unterdrunter, weil ich trage nachts immer Unterhemden, unterdrunter parallel auch ein roter Kreis. Also wie wenn's auf der Haut? Ja, wie wenn es doch gemalt geworden wäre. Mhm. Ich war ja niemand da. Also irgendjemand musste es ja... Zu der Zeit hast du alleine gelebt? Nein, ich hab immer noch eine Partnerin und der habe ich das natürlich immer erzählt und die hat auch vieles mitbekommen. Hat sie bei dir gelebt, also im gleichen Schlafzimmer auch? Ja, wir waren natürlich beide dann verwirrt und irritiert und bekamen es natürlich mit der Angst. Haben dann natürlich wieder Heiler aufgesucht, was da los ist und die konnten alle nichts damit anfangen, was da bei mir los ist und... Dann hat man natürlich schon den Eindruck gehabt, da will einen jemand, irgendetwas will einem in die Irre treiben, dass man verrückt wird. So war es dann auch im Nachhinein. Mit meinem heutigen Wissen weiß ich natürlich, wer das alles war und warum. Das weiß ich natürlich. Es sind noch viele andere Dinge passiert. Mir wurden Gegenstände aus dem Safe geholt und in der Wohnung woanders hingelegt, obwohl der Safe zu war. Ich hatte eine Videokamera installiert und habe dann mehrere Schlösser an die Türe angebracht mit vielen Schlüsseln und kam nach Hause und es wurden wieder Gegenstände durcheinander gelegt an andere Orte. Obwohl niemand in der Wohnung war, niemand da, deine Lebensgefährtin nicht, niemand hatte Schlüssel, nein. Zugänge, ja. Es war auch kein Einbruch zu sehen, also Fenster oder sowas. Ja, es war dann auf dem Video, waren dann plötzlich Aufnahmen von 10, 20, 30 Sekunden, aber man hat nichts gesehen. Also das heißt, die Kamera hat ausgelöst, hattest du sie installiert, als Dauerbetrieb oder mit Bewegungsmelder? Mit Bewegungsmelder. Und dann ist sie angegangen, aber du konntest nichts sehen? Ja. Das ist ja auch entzückend. Ich habe dann auch die Polizei eingeschaltet, die haben dann gefragt, ob irgendwas geklaut wurde. Ich habe gesagt, nein, nichts. Ja, ich habe dann erzählt, so und so. Und dann habe ich dann gemerkt, hoppla, ich bewege mich da auf Glatteis. Die denken, jetzt ist es mit dem soweit, jetzt bringen wir den mal in die Psychiatrie. Ja, und dann hat mir irgendwas intuitiv gesagt, jetzt fahr zurück und schick die wieder weg. Und habe dann eine Belohnung ausgesetzt im Haus von 10.000 Franken, der Hinweise geben kann, wer da eingebrochen hat. Da hat sich nie jemand gemeldet. Ja, wie gesagt... Ich muss natürlich jetzt abkürzen, sonst... Ist die Sendezeit um, bevor wir wissen, was du eigentlich wirklich machst. Also. Genau. Aber ich denke, dass es vielen Menschen auch ähnlich geht, die sich aber nicht trauen, darüber zu sprechen. Weil es war eigentlich nichts anderes wie Besuch aus der Geisterwelt, den ich hatte. Man wollte mich mehr oder weniger überzeugen. Diese Wesenheiten existent sind. Ja, man wollte mich zwingen zu glauben, dass es sowas gibt. Und das weiß ich ja auch im Nachhinein, dass es so war. Man hat eben mir Besuch geschickt, damit ich endlich aufwache, damit ich endlich kapiere, was ich hier eigentlich soll. Weil ich war ein ganz schwerer Fall. Ich war dem Materialismus einfach so verfallen, dass ich eben einfach von meinem Weg abgekommen bin, warum ich eigentlich inkarniert bin hier auf der Erde. Deswegen hat man mir erstmal Krankheiten gegeben und das hat mir eben noch nicht gereicht zum Aufwachen, dann hat man mich eben mit Gewalt aufwecken müssen. Als das ganze Processing rum war, wie hast du dann das Thema des Heilens, wie hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du die Fähigkeiten hast, Menschen zu heilen? Ja, da muss ich leider jetzt nochmal ausholen, auch wenn jetzt die Zeit drauf geht dabei. Ich hatte dann nach diesen Vorkommnissen bei mir nachts zu Hause natürlich eine Panik und natürlich Angst, gebe ich offen zu. Und bin in den Wald gegangen und habe dann im Wald geschrien wie am Spieß
und habe dann gesagt, lieber Gott, was willst du von mir? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Wo sind meine Schutzengel? Habe ich geschrien. Mein Hund hat mich angeguckt wie ein Fahrrad, warum sein Herrchen plötzlich im Wald rumschreit. Ich musste so eine Art Befreiungsschrei machen. Ich habe dann meine Schutzengel gerufen, an die habe ich immer geglaubt. Und sie sollen mir doch bitte sagen, was sie von mir wollen und wer das ist. In der gleichen Nacht war ich zu Hause, meine Partnerin lag auf dem Sofa mit der Perserkatze. Ich saß am Tisch, habe irgendwas geschrieben, bekamen wir plötzlich Besuch. Hört sich jetzt ein bisschen verrückt an. Meine Perserkatze guckt nach oben rechts an die Decke und legt die Ohren an. Und ich gucke auch hoch und sehe in dem Moment was Gelbes reinfliegen. Für einen kurzen Moment sah ich einen gelben Anzug mit Gürtel. Aber nur für einen Augenblick. Danach war es sofort verschwunden. Ich war natürlich zu Tode erschrocken. Und dann habe ich den Blick meiner Perserkatze verfolgt und die hat dann neben mich geguckt. Und dann spürte ich neben mir rechts eine Anwesenheit. Und dann habe ich natürlich, seltsamerweise, war ich auf einmal sehr ruhig und hatte überhaupt keine Angst mehr. Und dann habe ich gefragt, wer ist hier? Und dann wurden mir Gedanken eingegeben und es wurden mir Menschen vorgestellt von einem anderen Planeten. Jetzt werden mich viele Zuschauer für verrückt halten. Ich muss Ihnen leider recht geben, das dachte ich am Anfang auch. Viele haben das, dass sie denken, sie werden paranoid, sie hören plötzlich Stimmen, Schizophrenie und so. Es waren keine Stimmen, es waren Gedanken, die mir eingegeben wurden. Ja. Also ich habe das nicht als Stimmen gehört, sondern als Gedankenform. Ich habe gefragt, wer ist da, gib dich zu erkennen. Ja, dann haben sie sich vorgestellt als Santiner, dass sie von der Galaktischen Föderation wären und schon seit vielen, vielen tausend Jahren hier sind. Oberhalb im Weltall, in ca. 20 Kilometer Höhe. Es waren 5 Personen, Menschen und 4 männliche und eine weibliche Person, die sich dematerialisiert hatten und mich besucht haben. Liebe Zuschauer, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Schon ist die Hälfte unserer Sendezeit um. Wir werden jetzt gleich nochmal auf die Thematiken kommen. Wir sehen uns gleich wieder nach der folgenden Werbepause. Ich freue mich auf timetodoshop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline morgens von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. So, liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück. Bei mir heute im Studio Sananda, ein Mann, der aus der ganz normalen Welt kommt, wie wir alle, und plötzlich irgendwann merkte, dass in ihm etwas ganz Besonderes steckt und etwas anders ist. Wir wollen noch mal kurz da einhaken, wo wir eben aufgehört haben. Diese Wesenheiten waren bei dir in deiner Wohnung. Sie sagten, sie sind Santiner. Was bedeutet das? Ja, ich habe mir lange überlegt, als ich heute hergekommen bin, ob ich die Wahrheit sagen soll. Weil ich weiß ja, dass die Menschen noch nicht so weit sind, die Wahrheit ertragen zu können. Und der Mensch tendiert eher dahin, eine leicht zu glaubende Lüge zu akzeptieren, wie eine komplizierte Wahrheit. Ich habe mich entschieden, die Wahrheit zu sagen. Auch nehme ich es gerne in Kauf, dass viele Menschen mich für verrückt halten da draußen. Macht mir aber gar nichts aus, weil die richtigen Menschen werden sich angesprochen fühlen. Es gibt auch sehr viele mittlerweile, die davon wissen. Um es kurz zu machen, ich bin auch ein Santiner. Santiner ist eine Menschheit aus einem anderen Sonnensystem, Alpha Centauri, vom Planeten Metaria. Ist übrigens unser Nachbarsonnensystem. Ja, 4,3 Lichtjahre entfernt. Sie reisen mit Überlichtgeschwindigkeit. Das ist in der Menschheit noch nicht bekannt. Und sie können natürlich auch über Wurmlöcher reisen, in andere Zeitdimensionen und so weiter. Ich bin ein inkarnierter Santiner von diesem Planeten, der hier auf der Erde inkarniert ist. Ich bin sowas wie eine, wie man als Indigo-Seele bezeichnet auf diesem Planeten, eine Indigo-Seele. Und es gibt 144.000 von mir auf der Erde. Es gibt noch von anderen Sternen andere,
die auch inkarniert sind. Insgesamt 4 Millionen Indigo-Seelen gibt es auf diesem Planeten. Und sie haben mir mitgeteilt, dass ich besondere Gaben habe, dass ich mediale Gaben habe, dass ich heilen kann und dass ich auch bestimmte Fähigkeiten habe in Bezug auf das, was die Menschen Geister nennen, Geistererscheinungen und so weiter, wahrzunehmen und auch die Dunkelheit wahrzunehmen. Wie gesagt, sie haben mich eine Woche lang eingeschult, hört sich jetzt ein bisschen menschlich an. Sie haben mich rund um die Uhr, ich nenne es mal bewacht, also alle 8 Stunden, die haben auch Schichtarbeit. Ja, es ist da Tatsache, es ist ja eine Menschheit, die sind uns 100.000 Jahre voraus. Das heißt, sie sind sehr hoch entwickelt, sie verfügen über freie Energie. Und für dieses ganz normal mit Antigravitationstechnik und freier Energie kombiniert mit ihren Raumschiffen, die sie dematerialisieren können, um die schnelle Zeit, um die weite Entfernung zu überbrücken. Ansonsten würde die Materie Schaden nehmen. Mhm. Und sie schweben quasi ständig über uns in 20 Kilometer Höhe und können natürlich ihre Raumschiffe unsichtbar machen. Die NASA hat Bilder von ihnen. Der Geheimdienst weiß Bescheid und jeder Regierungschef der Welt weiß Bescheid, dass es die Santiner gibt. Weil die Santiner sind so etwas Ähnliches wie eine Weltraumpolizei, die einen göttlichen Auftrag hat. Und zwar schon seit 4.500 Jahren sind die da. Die waren schon zu Moses Zeiten da. In der Bibel wurde das auch beschrieben am Berg Sinai, als Moses mit Gott sprach, der durch eine Wolke sprach. Das war nichts anderes wie ein Raumschiff der Santiner, in eine Wolke eingehüllt, natürlich durch den aufwirbelnden Sand. Und die haben Moses an Bord genommen und Moses hat ihn natürlich für Gott gehalten, weil er damals noch nicht wusste, dass es Raumschiffe gibt. Am Berg Sinai, dann der Stern von Bethlehem, das Wunder von Fatima. Sie haben mich über alles aufgeklärt. Sie haben mir erzählt, wie die ganze göttliche Ordnung funktioniert, das geistige Reich, die Hierarchien über die Erzengel bis runter zu den Lichtträgern. Und wer wir eigentlich sind hier, was wir tun hier auf dem Planeten. Wir sind hier auf einem Läuterungsplaneten. Die Erde ist nichts anderes wie ein Läuterungsplanet, das sagt ja der Name schon. Die Seelen inkarnieren hier immer wieder. Eine Seele inkarniert durchschnittlich 60 Mal. Danach darf sie inkarnieren, wenn sie möchte, muss sie aber nicht. Das heißt, der Sinn des Lebens ist eigentlich nichts anderes, wie sich weiterzuentwickeln zur Vollkommenheit. Nicht mal Gott ist vollkommen, weil selbst Gott entwickelt sich immer weiter und dehnt sich immer weiter aus. Aber das würde jetzt zu weit führen, das alles zu erklären, ist ja auch nicht mein Thema. Jetzt hast du natürlich bei manchen Menschen das Thema des Glaubens komplett durcheinander gewirbelt. Ja. Aber ich sage immer, betrachte alles, bewahre dich das Gute. Auch einen Spruch aus der Bibel, eine ganz interessante Erkenntnis. Heilen. Ja. Heilen ist ja was heute, ich sag mal, die unsere Gesundheitssysteme für sich beanspruchen. Gewisse Zweige in unserer Gesellschaft, nur wir können das, nur wir dürfen das. Wir reden auch hier nicht davon, dass du ein Mediziner bist im ursprünglichen Sinne, sondern ein Heiler hat eine geistige Kraft. Das heißt, wir wissen ja auch heute, alle Krankheiten haben geistig-seelische Ursachen. Es gibt ganz wenige Dinge, die durch Schäden verursacht werden. Da hat es wieder karmische Ursachen, wenn es dich betrifft. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, als diese 8 Tage vorbei waren? Wie hast du dann diese Fähigkeiten kennengelernt oder nutzen gelernt? Ja, die Santiner waren 8 Tage bei mir insgesamt, rund um die Uhr, sogar nachts, weil ich zu der Zeit massive Angriffe aus der Dunkelheit hatte. Das war auch der Grund, warum ich gejagt wurde. Und teilweise heute noch werde. Und zwar nicht nur von der Dunkelheit, sondern auch von weltlichen Organisationen, die das verhindern wollen, dass ich mich entfalte. Die auch verhindern wollen, dass die anderen Indigo-Seelen, die hier inkarniert sind, sich entfalten können und ihr Licht entfalten dürfen. Die meisten Zuschauer, die jetzt zuhören und zuschauen, wissen vielleicht gar nicht, dass sie Indigo-Seelen sind, dass sie auch zu den Sternensaaten gehören. Und auch über enorme Fähigkeiten verfügen. Grundsätzlich hat jeder Mensch die Fähigkeit zu heilen. Nur ist es so, dass 99% der Menschheit gefallen ist, getrennt ist von Gott und jetzt auf dem Weg ist zurück zu Gott. Deswegen inkarnieren sie immer wieder hier, nicht aus Spaß an der Freude, um Materie anzuhäufen,
und sich ein schönes Leben zu machen, sondern der Sinn des Lebens ist, sich weiterzuentwickeln. Wir sind alle Geistwesen, wir kommen aus dem geistigen Reich und wir haben von Haus aus alle Fähigkeiten, die es gibt. Wenn wir unsere 12-Strang-DNS aktiviert haben, können wir alles. Wir können reisen innerhalb von Lichtgeschwindigkeiten von New York nach Berlin in einer Sekunde, könnten wir, wenn wir unsere Fähigkeiten ausleben könnten. Gut, aber wie gesagt, ich merke schon wieder, dass ich zu sehr abschweife. Es gibt viel, was du zu erzählen hast. Ja. Und die Zuschauer müssen auch wissen, wir haben bereits uns seit 16 Uhr heute unterhalten. Und ich kann Ihnen sagen, liebe Zuschauer, es ist sehr spannend und es ist auch sehr interessant, was der Sananda alles für Erfahrungen gemacht hat und wie er sie weitergeben kann. Es ist schwierig, das in einer Stunde zusammenzufassen. Ich komme noch mal auf die spezielle Frage. Wie war es für dich zum ersten Mal, als du diese Fähigkeit des Heilens eingesetzt hattest und wie kam es zu der Gelegenheit? Ja, wie gesagt, mir wurde das erzählt. Ich war natürlich total ungläubig, dass diese Wesen da sind. Wo konnte ich ja feststellen, meine Katze hat es auch bemerkt und meine Partnerin auch. Die Katze, die hat immer hin und her geguckt zwischen mir und den Wesen. Besseren Beweis gab es für mich gar nicht. Ich konnte, sehr sensitiv, Katzen. Ja, meine Perserkatze ist hellsichtig. Sie sieht auch die Seelen, die jeden Tag bei mir ein- und ausgehen. Ich habe so eine Art Bahnhof bei mir zu Hause. Ich habe jeden Tag bestimmt 300 Seelen zu Hause, die sich von mir erlösen lassen möchten. Ich habe auch ständig 3, 4, 5 um mich herum. Im Moment sind auch gerade 4 um mich herum. Nur die müssen jetzt leider noch warten, bis ich sie erlösen kann. Ja, mir wurde eben mitgeteilt, was ich für Fähigkeiten habe, und zwar mit meinen Gedanken. Der Gedanke ist die stärkste Waffe, die der Mensch hat. Es gibt nichts Mächtigeres als die Gedanken. In der 3D-Welt, in der Materie, sind die Gedanken natürlich nicht ganz so mächtig wie in der Astralwelt, in der geistigen Welt, weil dort werden die Gedanken sofort zur Realität. Wenn du in der Astralwelt lebst, was du ja auch vorher schon gemacht hast und irgendwann wieder machen wirst, aber dich nicht mehr erinnern kannst durch den Schleier des Vergessens, wenn du dort was denkst, passiert es sofort. Wir Menschen wissen das natürlich nicht, wie mächtig die Gedanken sind. Und die meisten Menschen sind ja auch blockiert. Sie sind ja von ihrem höheren Selbst total abgetrennt und haben keinen Zugang zu ihrem höheren Selbst. Sie sind quasi gefangen in der Materie und von der Dunkelheit eingelullt, förmlich eingelullt worden. Kurz und gut, mir wurde das mitgeteilt, ich musste aufschreiben, wie ich eine Heilung mache, wie ich eine Seelenerlösung mache, wie ich eine Geisterjagd mache, wie ich einen Exorzismus mache, musste ich alles aufschreiben. Und danach durfte ich mir dann Gedanken machen, was ich da aufgeschrieben habe. Ich richte meine Gedanken auf die bestimmte Person. Ich brauche Namen, Vornamen und Nachnamen und das Geburtsdatum. Wir sind ja im Kosmos alle miteinander vernetzt. Jeder Mensch, jedes Lebewesen ist vernetzt miteinander auf einer bestimmten Ebene. Es gibt auch so etwas Ähnliches wie ein zentrales Urbewusstsein, wo alle Informationen des Universums gespeichert sind. Und da habe ich Zugang. Das heißt, ich kann telepathisch jede Information auf dieser Welt abfragen. Ich betone jede. Das heißt, ich kann jede Frage eines Menschen beantworten. Jede. Es gibt keine Frage, die ich nicht beantworten kann. Mhm. Das heißt, wenn jetzt jemand sich bei mir meldet mit Beschwerden und so weiter, dann gehe ich hin und mache auf Wunsch dieses Menschen eine Heilung. Das heißt, ich denke an einen bestimmten Text, so eine Art Ritual mit dem Namen und dem Geburtsdatum dieses Menschen und richte meine gedankliche Energie darauf. Jetzt passiert Folgendes. Gedanken sind ja Energieformen. Wir sind ja alles schwingende Energien. Wir sind ja kein fester Stoff, wir sind schwingende Energie, die langsam schwingt, also verdichtet schwingt. Jetzt richte ich meine Gedanken auf eine Person. Gedanken sind nichts anderes wie Energieformen. Mhm. Jetzt sende ich die Gedanken aus und kombiniert mit meinem Willen, der Wille ist auch eine Energieform, ergibt das natürlich Turbo. Eine doppelte Energie und die geht in Sekundenbruchteilen genau an die Person. Jetzt jedes Atom, wir bestehen ja auch aus Atomen und Molekülen, und jedes Atom ist göttlich programmiert und muss gehorchen, wenn eine göttliche Macht einen Befehl gibt. Ich nenne es jetzt mal so. Ja. Und Gedanken und Wille ist ein Befehl,
in Energieform an diese Atome in diesem Menschen. Das heißt, ich richte jetzt diese Energie auf diese Atome in diesem Menschen und die werden dann neu geordnet. Das heißt, der Mensch wird gesund. Das kann in Sekundenbruchteilen passieren. Hattest du schon solche Erlebnisse? Ja, ich habe es am Anfang, wie gesagt, nicht geglaubt. Ich hatte dann mal eine Person, die hatte einen sogenannten offenen Fuß mit 10 cm Durchmesser. Das ist ein Leiden, wo nicht mehr weggeht. Die Frau hatte das über 15 Jahre. Und ich habe sie dann geheilt in Gedanken und war natürlich nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht sicher. Und das war einer meiner ersten Fälle. Und die hat mich dann am nächsten Morgen angerufen, total überrascht, was ich gemacht hätte. Und dann habe ich schon ein schlechtes Gewissen bekommen und habe gedacht, um Gottes Willen, was habe ich jetzt gemacht? Ich bin ja das wandelnde schlechte Gewissen, so wurde ich ja erzogen von der Dunkelheit. Und dann hat sie gesagt, die Wunde sei zu, innerhalb einer Nacht zugewachsen, auf eine Größe von 1 Zentimeter und, diese 1 Zentimeter Stelle ist vernarbt. Das heißt, die Wunde wurde komplett geheilt innerhalb von Stunden in der Nacht. Von einem 10 cm großen offenen Fuß, wer das Thema offene Beine oder offener Fuß kennt, der weiß, wovon ich spreche. Das sind schwer heilende Wunden, oft bei Menschen, die zum Beispiel Diabetes haben, tritt das auf und auch bei anderen Krankheitsbildern. Das wieder in den Griff zu kriegen, ist nicht einfach. Was ich noch betonen möchte, wir geben hier keine Heilversprechen ab, auch der Sananda erzählt Beispiele. Man kann das als, auch als Spontanheilung oder Wunderheilung bezeichnen. Die Begriffe sind hier vielfältig. Wir wissen genau, dass dieses Thema immer ein Thema ist, wo es um die Herzen geht und um das Vertrauen. Es geht hier nicht um medizinische Anweisungen und es soll auch nicht bedeuten, dass Sie auf den Rat Ihres Mediziners, Ihres Arztes, Ihres Heilpraktikers verzichten. Nein, diese Dinge, wie Sie der Sananda hier schildert, sind immer Dinge, die man zusätzlich in Erwägung ziehen kann. Sie sollen Sie auf keinen Fall dazu verleiten, auf den Rat von Ihrem Arzt nicht zu hören. Ich möchte noch mal auf einen anderen Punkt kommen, der spannend ist. Wir könnten jetzt auch über das Heilen wahrscheinlich noch stundenlang reden, weiß ich. Aber wie gesagt, unsere Zeit rennt uns davon. Das Thema Geister war für mich noch mal ein interessantes. Das ist ja auch so ein Thema, wo die Menschen, wenn man davon spricht, anzufangen, sich schon 70% rumdrehen und sagen, ach so ein Quatsch und so ein Unsinn, wollen gar nichts davon wissen, wollen mit dir gar nicht darüber reden. Ich habe aber auch Menschen kennengelernt, seit ich diese Sendung hier mache, die mir davon erzählt haben, dass es bei ihnen spukt, dass sie Gestalten in ihren Räumen wahrnehmen, oftmals in alten Häusern. Ich habe Menschen kennengelernt, die mir erzählt haben, dass Verbrechen, die in irgendwelchen Häusern geschahen, wo sogar in Mauern noch Menschen eingemauert waren, dass die das ganze Haus, das ganze Umfeld oder anderes Beispiel, ein Haus wurde auf einem Friedhof gebaut, der vor 400-500 Jahren schon zugeschüttet wurde, da die Seelen, also diese Dinge scheinen irgendwo zu sein. Wie kannst du sie wahrnehmen und wie kannst du helfen? Ja, also wenn ich sie sehe, nehme ich sie wahr, wenn sie weit weg sind, also wenn sie von anderen Orten, wenn ich von Menschen angerufen werde, von weiten Orten, kann ich natürlich diese Wesen nicht wahrnehmen, nur wenn ich direkt vor ihnen stehe. Durch meinen telepathischen Zugang zum Universalbewusstsein, zum Universalwissen, weil jeder Gedanke, jedes Wort, jeder Satz, alles, was du je gedacht hast in deinem Leben und in deinen früheren Leben, ist abgespeichert. Es gibt vor Gott keinen Datenschutz. Das heißt, alles wird gesehen, alles wird notiert, die kleinste Äußerung, der kleinste Gedanke von dir wird notiert. Das heißt, durch diesen Zugang muss ich nicht vor Ort sein. Ich kann diese Sachen abfragen und bekomme sofort die Antwort und kann dann den Menschen sagen, was bei ihnen los ist und kann das aus der Ferne dann entfernen. Bei ganz schwierigen Fällen gehe ich natürlich dann hin vor Ort. Ich hatte schon solche Fälle, ich hatte in meinem Schwarzwald ein Hotel. Da hat die Inhaberin angerufen, dass sie irgendwelche komischen Klopfgeräusche hört, dass nachts Schritte zu hören sind, dass Türen gehen, obwohl niemand im oberen Stock sein würde und dergleichen und das schon über lange Zeit. Sie hat sich auch beschwert, dass der Umsatz zurückgeht, weil die Menschen nicht mehr kommen und sie könnte sich nicht erklären, warum die schon wieder auf dem Hof umdrehen und weiterfahren. Ja, ich habe natürlich ziemlich schnell rausbekommen, was bei ihr los war. Das war bisher mein größter Fall, da waren 30 ortsgebundene Seelen, so nennt man das, waren dort tätig und die haben da ihren Schabernack getrieben, also sogenannte Fobgeister
und böse Geister, auch lustige Geister. Man muss vorausschicken, dass wir alle Geister sind. Auch du und ich sind Geister. Wir sind nur momentan gerade inkarniert in diesem Körper. Ich mache gerade die Erfahrung, diesen Körper hier benutzen zu dürfen. Und wenn ich den Körper irgendwann ablege, bin ich auch wieder Geist und gehe zurück in die geistige Sphäre. Hoffentlich ganz weit oben, hoffe ich doch sehr. Wenn du brav warst. Ja, es gibt verschiedene Sphären. Es gibt untere Sphären, weil alles wird gerecht im Leben. Gerecht mit Ä. Das heißt, nichts passiert umsonst. Alles, was die Menschen an Bösem tun, wird durch Gott ja nicht gerichtet, sondern ausgeglichen. Es gibt keinen strafenden Gott, den gibt es nicht. Es gibt auch nicht die ewige Verdammnis. Es gibt auch nicht den alleinigen Himmel. Es gibt vieles dazwischen. Und wo wir dann landen, das richtet sich nach dem, wie wir gelebt haben. Und wenn wir eben sehr böse waren, dann kommen wir in ganz böse Sphären. Das heißt, wenn unsere Regierungsleute wie wüssten, was auf sie zukommt, sie würden ganz anders regieren. Leider haben sie es vergessen bei der Inkarnation, dass sich alles rächen wird im Leben, vor allem nach dem Leben. Und wenn der Geist mit der Seele zusammen, mit dem Seelenkörper, den physischen Körper verlässt, sprich nach dem Sterben, dann kommt dieser Seelenkörper ins Licht. Das heißt, er wird vom Licht dann abgeholt und in die dementsprechende Sphäre, in das Haus des Schlafens gebracht, von wo aus er dann in der Regel ins Sommerland kommt und dann eben dort mit dem karmischen Rat bespricht, wie sein Leben verlaufen ist und seine ganzen Inkarnationen nochmal ihm vorgezeigt werden und sein Fehlverhalten besprochen wird. Dann hat er Glück gehabt. Wenn er Pech hat, wird er gleich nach unten durchgereicht und hat ein ganz böses Erwachen. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt ist es aber so, dass viele Seelen aufgrund von ihrer Art des Sterbens nicht ins Licht finden. Entweder durch Gebundenheit, das heißt, sie sind durch Liebe, Hass, Neid, Eifersucht und dergleichen gebunden an die Erde. Sie können nicht loslassen. Oder sie werden von ihren Angehörigen zu sehr geliebt oder gehasst und können deswegen nicht loslassen, weil sie gehalten werden durch die Gedanken, durch die Emotionen, auf der Erde gehalten werden. Das heißt, Für andere, die nicht loslassen wollen, das ist keine gute Geschichte. Das heißt, wenn ich richtig verstanden habe, wenn jemand stirbt, dann sollte man das auch akzeptieren, dass er jetzt gehen möchte, weil es einfach eine höhere Entscheidung ist und nicht an ihn klammern und ständig, oh, ich habe ihn doch so geliebt und er fehlt mir so. Ja. Das heißt, wir schaden dem letztendlich. Das hat was mit Wissen zu tun. Wir Menschen werden ja für dumm gehalten von der Dunkelheit, vom System. Wir lernen nur Sachen, die uns gar nicht interessieren, die gar nicht wichtig sind. Das eigentlich Wichtige, wer wir sind und wohin wir gehen, das wissen die Menschen ja gar nicht. Das heißt, die denken, sie leben nur von Geburt bis zum Tod und das war's. Für das alles das Theater. Nein, wir leben ewig, wir sind unsterblich, wir können nicht sterben. Wir haben unendliches Bewusstsein. Es gibt nur Unterschiede. Das heißt, es gibt Menschen mit niederem Bewusstsein und Menschen mit hohem Bewusstsein. Und diese Seelen sind in der Regel Seelen mit niederem Bewusstsein, weil die Menschen, die zu Lebzeiten ein hohes Bewusstsein sich angereichert haben, die wissen ja, dass sie weiterleben, die kommen gar nicht in die Gefahr, dort in der Zwischenwelt gefangen zu werden, in der Astralwelt, die parallel zu uns hier läuft. Die ist genau parallel, genau wie hier. Man sieht die Möbel in der Astralwelt, nur strahlen die natürlich aus. Du strahlst in der Astralwelt, da strahlst du mit verschiedenen Farben aus, je nachdem, wie du gerade denkst. Das heißt, wir leben quasi parallel in der Astralwelt, nur sehen wir es nicht. Das heißt, diese Seelen leben direkt neben uns. Hier neben mir stehen gerade 4 oder 5 Seelen. Die werden nicht gesehen, sie sind aber da und sie sehen uns. Diese Seelen, das sind das, was die Menschen als Geister betrachten. Und die machen jetzt Folgendes. Die suchen sich Menschen, die sie besetzen können. Das heißt, sie gehen in den Mensch rein und leben dann nochmal in diesem Menschen weiter. Der Mensch wird dann besetzt. Und durch diese Besetzung kommen dann die Krankheiten und auch wie Schizophrenie und so weiter. Oder plötzlich ganz andere Verhaltenszüge, die vorher an plötzlich nicht kannte. Plötzlich kann sein, dass ein 45-jähriger Familienvater mit 5 Kindern plötzlich homosexuell wird, weil er von einer Frau besetzt wird. Und die ganze Welt fragt sich, warum ist er auf einmal homosexuell? Ja, weil die Frau möchte halt jetzt nochmal ihr Leben auskosten auf Kosten dieses Mannes.
ist es auch eine Frage, wie stark der Einzelne ist? Das heißt, ich habe ja, wenn ich dich richtig verstehe, meine Seele ist in mir. Und wenn jetzt ich jetzt besetzt würde, ist es doch die Frage, wie stark ist meine eigene Seele und mein eigenes Verständnis der göttlichen Zusammenhänge? Und kann es damit zu tun haben, dass, wenn ich das nicht erkannt habe, dass dann diese Seelen mit mir leichtes Spiel haben? Es ist in der Regel so, dass die Menschen es gar nicht merken können. Außer sie sind medial, sprich hellsichtig, was aber selten der Fall ist. Das heißt, sie merken es schlichtweg nicht. Ich war auch jahrelang besetzt. Auch nicht nur von Seelen, sondern auch von anderen Gestalten. Aber meine Seele war zum Glück sehr stark. Das ist ganz wichtig für Zuschauer. Wie äußert sich das denn? Du sagst, ich merke es nicht. Dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Aber ich habe mir in einem anderen Zusammenhang mal erklären lassen, dass viele Menschen, die wir heute in den Psychiatrien finden, nicht verrückt in dem von uns definierten Sinn sind, sondern dass es Menschen gibt, die manchmal von mehreren Seelen gleichzeitig besetzt werden. Und wenn die richtig, ich sag mal, aggressiv sind, dass dann der Mensch aus seiner Mitte gerät, also im wahrsten Sinne des Wortes verrückt. Ja. Es ist so, dass er nicht nur aus seiner Mitte verrückt wird, sondern er wird übernommen. Das heißt, er wird total ferngesteuert, er ist nicht mehr er selber, das heißt, er ist neben sich. Sie starren dann meistens vor sich hin, die Menschen im Endstadium, und sind nicht mehr ansprechbar. Ich hatte einen Fall im Rollstuhl, da war eine Frau, die hat 2 Jahre kein Wort mehr geredet, mit niemandem. Ich habe sie dann befreit von dieser Besetzung und dann hat sie sofort wieder angefangen zu reden. Das heißt, ihre eigene Seele konnte wieder in den Körper zurückgehen und die Besetzung war weg. Ich habe auch sehr viele Heiler als Kunden, Klienten, die tolle Heiler sind und plötzlich blockiert sind und sagen mir, ich weiß nicht mehr weit auseinander, ich kann auf einmal nicht mehr heilen, was ist mit mir? Und dann sage ich ihnen auf den Kopf zu, ich weiß das innerhalb von ein paar Sekunden, dass sie besetzt sind. Und die fallen dann aus allen Wolken, weil sie es nicht fassen können. Sie als Heiler, ich hatte auch schon Geistheiler, die besetzt waren, die es nicht gesehen haben. Weil die Masse merkt es einfach nicht. Und jeder hat ja seine Fähigkeit. Das ist ja das Interessante. Und ein wichtiger Punkt für mich noch einmal, wo ich sagen muss, das möchte ich auch noch mal sagen. Hier ist wiederum der Hinweis, wie in vielen anderen Dingen in unserer Welt, liebe Zuschauer, nicht alleine. Wir sind ein kollektives Bewusstsein und wenn wir wieder zusammenarbeiten, was hat der Sananda uns eben erklärt, dann kommen Heiler, die heilen auch. Ja, eigentlich müsste man ja sagen, ja, wenn der das auch kann, dann braucht er ja keinen anderen. Nein, der hat seine Fähigkeit und der Sananda hat seine Fähigkeit und er ist dazu da, in diesem Falle auch diesen Menschen die Lösung zu geben, dass sie wieder ihre Aufgabe weiter erfüllen können. Und so ist es mal gar nicht so einfach, wie wir uns das vorstellen. Zum Beispiel hat der Heiler auch oft das Problem, dass er sich selbst nicht heilen kann, da braucht er auch einen anderen. Nochmal das Thema Geister, das ist für mich eine Thematik, die wir jetzt so erstmals in der Tiefe haben. Ich würde gerne, wir haben jetzt noch 3 Minuten Zeit, ja, für die Zuschauer. Wenn jemand, liebe Zuschauer, der Meinung ist, in seinem Umfeld befinden sich Geister, er hört Rumpeln im Haus, er wird berührt oder alle diese Dinge, die da möglich sind. Dann wäre es für mich wichtig, wenn Sie sich mit mir in Verbindung setzen. Ich würde gerne auch da, wie wir schon andere Tests gemacht haben, einfach mal hingehen. Voraussetzung ist aber, Sie müssten dann auch vor die Kamera treten. Ich weiß, viele haben dann Angst, sie brauchen keine Angst haben. Es geht uns einfach darum, Dinge aufzuklären und Dingen auf den Grund zu gehen. Wenn Sie das Gefühl haben, in Ihrem Umfeld, in Ihrem Haus, in Ihrem Unternehmen vielleicht, wo auch immer, ist so ein paranormaler Vorgang, sage ich einmal, Sie hören Geräusche, Sie hören Stimmen, Sie werden womöglich berührt, wie auch immer, melden Sie sich bei uns. Ich würde gern dann mit dir Rücksprache nehmen, ob wir so einen Fall einmal angehen und es mit der Kamera begleiten, wäre für mich ganz wichtig. Jetzt sind wir natürlich zu einem Thema gar nicht mehr gekommen, und zwar zum Thema des Exorzismus. Das reicht uns auch jetzt nicht mehr. Wäre ja ein ganz, ganz spannendes Thema. 2 Dinge möchte ich nochmal wiederholen. Einmal, diese Dinge, die du tust, kannst du auch über die Ferne tun, dass das nochmal die Zuschauer ganz erfahren. Du musst nicht in Angesicht zu Angesicht sein. Du hast eben gesagt, bei den Geistern ist es manchmal wichtig, dass du da vor Ort bist, aber im Prinzip geht das über die Entfernung. Die Menschen können mit dir über die Website und über deine Telefonnummer in Kontakt treten. Das ist alles richtig so? Ja, das ist sehr richtig.
Thema Exorzismus haben wir gerade besprochen. 30 Sekunden haben wir noch. Die Besetzung, das ist Exorzismus. Wir haben es also besprochen. Wir werden also nochmal da auch tiefer darauf eingehen, denn der Exorzismus ist ja was, was die Kirche so für sich beansprucht. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall, Sandra, dass du da warst. Liebe Zuschauer, Ihnen auch vielen, vielen herzlichen Dank. Einen schönen Abend und bis morgen. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.